Gib mit den Händen auf den Boden und geh mal ein Stück nach vorne. Knick die Beine ein und geh mit den Füßen so weit nach hinten, wie es dir möglich ist, wie es dir möglich ist, bis du meinetwegen so schwebst. Und dann geh mit den Füßen wieder nach vorne. Zwischen die Hände. Und mit den Füßen wieder nach hinten. So weit wie es geht. Und mit den Händen zu den Füßen. Okay, so. Das kannst du in verschiedener Form machen. Du kannst es, ne, die Hände, du kannst die Beine angeknickt lassen. Du gehst mit den Füßen so weit nach hinten, mit angeknickten Beinen, wie es dir möglich ist. Gehst dann mit den Händen zu den Füßen, so weit, es kann auch so aussehen. Knick die Beine ruhig, lass die Beine angeknickt, wenn das nicht anders möglich ist. Geh mit den Händen so weit nach vorne, wie dir möglich. So, wenn du mit angeknickten Beinen gehst, wird es nach vorne, wird es leichter. Umso fortgeschrittener du bist, umso weiter bist du hinten und umso mehr gehst du mit gestreckten Beinen nach vorne und mit gestreckten Beinen nach hinten und mit den Armen zu den Füßen und mit den Armen nach vorne. Und mit den Füßen zu den Händen, mit den Füßen wieder zurück und mit den Händen zu den Füßen. Okay, dann komm, roll dich mal hoch, wieder zum Stehen.